So, herzlich willkommen zurück. Wir basteln an der Windmühle. Sieht momentan noch ein bisschen komisch aus mit dem komischen Treppengedöns da. Aber das wird noch. Holz haben wir auf jeden Fall noch genug. Ich glaube, an den Steinen mangelt es gerade etwas. Ah, da sind wir aber fleißig im Brennen, das ist sehr schön. Ich glaube, das reicht nicht, was wir haben, oder? Hatte ich noch im Rucksack. Ah, die haben wir wohl ganz vergessen. Ich hatte eigentlich in dem gedacht. Ja. Nee. Das heißt, mehr gibt's nicht. Oder hatte ich noch irgendwo in die Truhe gelegt? Ist schon wieder eine Weile her. Das letzte Mal noch mit dem guten Herrn Fail. Aber nö. Vielleicht bin ich auch wieder mal nur ein bisschen blöd, aber ich glaube, das reicht nicht. So, ich kann aber noch ein bisschen Kram weglegen. Wir brauchen keine zwei Stacks Eisen. So, der kann schon mal weg. Für was hatte ich die? Genau, für das Außenrum. Ja, das passt soweit. Kommt der Rest noch mit und dann wird weitergebaut. Ach. Und bei einer der letzten Folgen ist es mir ja tatsächlich zum ersten Mal passiert, dass ich das Rendern verkackt habe. Ich glaube, Folge 129 war das. Die wird, soweit ich weiß, zusammen mit dieser Folge dann hochkommen. Ich bin das gerade am Hochladen. Beziehungsweise wird wahrscheinlich dann doch etwas früher kommen. Ich meine, warum sollte ich damit warten? War ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, wie mir das passiert ist, aber ich habe es anscheinend geschafft, irgendwie das Video um ein paar Prozent zu verlangsamen. Deswegen haben sich die Stimmen da auch etwas merkwürdig angehört. Und irgendwie kam YouTube darauf nicht klar und hat dann nur noch Pixelsalat da ausgegeben. Ach, naja. Kann passieren. So. Hier geht's dann weiter. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und zack. Dann noch eine Schicht drüber. Und so. So hoch wird das und dann kommt noch der Kopf drauf. Das heißt, hier habe ich ein bisschen zu hoch gebaut, aber das ist ja nicht schlimm. Machen wir halt noch mal ein bisschen weg. So, jetzt muss ich mal gucken. Flupp. Und hier noch hoch. Und ich habe in der Zwischenzeit noch ein bisschen rumgespielt. Und da wir ja hier so einen schönen Fluss haben, beziehungsweise hier auch noch ein bisschen die Landschaft füllen wollen, hätte ich gesagt, dass wir hier noch so eine Sägemühle hinmachen. Kennt man aus Skyrim diese Dinger? So ähnlich hatte ich mir das vorgestellt, dass das eben in der Art so aussieht, wie zum Beispiel in Flusswald diese Sägemühle mit einem Wasserrad dran. Das kann man hier so richtig schön an den Fluss irgendwo hinmachen. Und das dauert auch nicht so lange. Das ist, denke ich mal, ein recht kleines Projekt. Das können wir dann ja eventuell sogar nach der Mühle direkt machen. Fände ich schön. Noch eins, genau. Dann geht's hier wieder hoch. Ich muss aufpassen, dass ich mich hier nicht selber umbringe. Ah, und apropos, ich mach das mal auf Peaceful, wenn wir hier wirklich nur am Bauen sind. Keine Angst, ich werde trotzdem ein bisschen schlafen gehen, aber dann muss ich mir nicht so einen Stress machen. Wir haben zwar jetzt hier die Ultra-Ausrüstung, aber ist ein bisschen angenehmer, wenn man nur ein bisschen rumbaut. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Aber es soll ja ein gemütliches Let's Play sein und wer es vielleicht noch nicht gemerkt hat, ich fokussiere mich sowieso eher aufs Bauen als aufs Kämpfen. Das ist das einfach ein bisschen angenehmer. Ich meine, klar, wenn wir in Höhlen gehen oder so weiter, dürfen die Monster nicht fehlen. Einerseits wegen Erfahrung, andererseits einfach wegen lustigen Momenten. Also da wird das alles beim Alten bleiben.
Wenn ich mir das so angucke, könnten die Steine doch reichen. Es bleibt spannend. So. Das hier ist doch schon ganz toll. Hatte ich eigentlich noch Glas? Die Fenster müssen wir ja auch noch füllen. Mensch, Mensch. Oh, und jetzt können wir ja mal einen Blick von weit oben auf unser Dorf erhaschen, wenn es dunkel ist. Ich mag die Beleuchtung sehr, muss ich ja zugeben. Da haben wir noch ein Erdloch direkt am Weg. Das kann man auch mal noch zumachen. Da hinten haben wir eine Lavagrube. Da hinten ist unser Bambusblock, unsere Waldhütte. Ist leider gar nicht mal so versteckt da im Wald. Aber das müsste man dann schon in einem Wald machen, wo die Bäume höher sind, damit das wirklich versteckt ist. Aber ich finde es eigentlich ganz schön. So, jetzt gehen wir aber schlafen. Damit ihr auch was seht. Ich muss zwar sagen, dass ich hier jetzt auf meinem... Na toll. Auf meinem Monitor, beziehungsweise mit meinen Helligkeitseinstellungen, eigentlich auch nachts alles sehr gut sehe, wenn nicht unbedingt die Sonne auf den Bildschirm scheint. Aber das scheint wohl nicht bei jedem der Fall zu sein. Deswegen werde ich nicht die Nacht durcharbeiten. Muss man noch echt vorsichtig sein. Okay, dann geht's hier weiter. Zwei, zack. Dann nochmal hier. Eins, zwei, eins, zwei und zack. Dann wieder hier hochbauen. Flupp, einmal quer. Und dann hätten wir das auch schon fast. Und ja, die Steine sollten reichen, weil hier oben der Kopf, der wird eigentlich nur noch aus Holz bestehen. Sehr schön. Ja, doch. So. Und letzte Wand. Hui. Eins, zwei. Dicht. Neue Schicht. Wieder hoch. Und zack. Dann können wir die eigentlich mal parallel hochziehen. Dann müssen wir nicht unbedingt immer fallen. Na, so. Flup, flup. Und hier eins drauf. Achso, ja doch, passt. Dann doch noch eins höher. Habe ich gerade wegen dem Höhenunterschied gewundert, aber hier haben wir ja noch gar nicht die Balken drüber gelegt. So. Dann wäre das das. Sehr, sehr gut. Dann, ich glaube, ich hatte noch ein paar Glasscheiben hier. Ja. Das könnte eventuell sogar reichen, oder? Moment, wir haben 3x3x4. Nee, verdammt. Fangen wir unten an. Ich glaube, die Fenster ganz, ganz unten hatten wir auch noch nicht. Ah. Nö. Das ist ja doof. So, und eine Tür bräuchte ich auch noch. Zack. Dann sieht das hier auch schon mal ein bisschen ansehnlicher aus. Ah, und die Überdachung hier kann ich auch gleich noch machen, wenn wir die Fenster eingesetzt haben. Für den Kopf muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich noch mal ein bisschen nachschauen in meiner Kopie von der Welt, wo ich das schon mal aus ästhetischen Testgründen vorgebaut habe. Weil ich habe es ja schon oft genug gesagt. Wir wollen nicht das ganze Ding nochmal komplett abreißen müssen, weil es einfach an irgendeiner Stelle nicht schön aussieht. So. Jo, fehlen halt jetzt noch ein paar. Aber was soll's. Denne.
gehen wir mal raus und machen schon mal das Vordach. Und mit Vordach meine ich diesen Absatz hier, weil das sieht momentan noch so ein bisschen arg kantig aus. Habe ich noch Erde? Jawohl. Ich brauche aber noch. Ah, 8 werden nicht reichen. Und mit den 5, die ich noch habe, kommen wir auch nicht weit. Ah, schade. Wobei ich oben schon mal das Holz machen kann. Dann können wir den Erdfahrstuhl denn schon mal weglassen. Genau. Dich hatte ich. 18. Na, probieren es einfach mal. Nö, wäre ja nicht das erste Mal, dass ich mich verschätzt hätte. So. Und zwar kommt das hier so hin. Und das einfach so. Ja, und das reicht bei weitem nicht. War jetzt ungefähr die Hälfte. Na, dann kommt drumherum noch, wie immer, mit Steinziegeln. Und dann wäre es das auch gewesen. Ja, machen wir noch so. Das müsste dann aber reichen. Ja, dann probieren wir mal das hier so und gucken mal, ob das reicht. Wie immer. Hier dann noch zugepflastert. Zack, zack. Flup, 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 flup und flup. Wunderbar. Und dann geht es noch einmal außen rum. Die Sonne blendet. So. Flimp, flomp. Verdammt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Steine wirklich reichen. Finde ich aber sehr, sehr gut. So. Dann sieht das schon mal etwas manierlicher aus. Dann kommt hier noch der Windmühlenkopf drauf. Und dann das, was am meisten Spaß macht, denn wir dürfen uns da ganz viel Erdgerüst bauen. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Dann kommt das Windmühlen, dann kommen die Flügel, das Windmühlenrad. Ach ja, apropos, da könnten wir mal wieder, hallo Schaf, mal wieder unsere anderen Schafis scheren gehen. Denn ja, das wird etwas größer, ne? Da kommt doch ein bisschen was an Wolle zusammen. Ich schätze mal so 2 Stacks bis, na, vielleicht sogar 3 oder 4. Bräuchten wir da schon an Wolle. Und ich glaube, wir haben jetzt nicht mal einen. Ja. Das hält auch nicht mehr so viel aus. Ach ja. Windmühle wäre auch hier auf dem Hügel ganz schön gewesen. Dann hätten wir noch so einen Komplettblick auf das Dorf, aber ich glaube, das passt. Ja, die Windmühle halt so mitten im Dorfzentrum, weiß ich halt auch nicht so. Und wie gesagt, ich bin doof. Ich wollte die Schafe scheren gehen und lauf einfach dran vorbei. Yep. Und was ich eigentlich sagen wollte, wie gesagt, da hinten Richtung NPC-Dorf. Soll ja sowieso so ein bisschen unsere Landwirtschaft hin. Wobei wir hier eigentlich überall Landwirtschaft haben, so ist es ja nicht. Mäh, mäh, mäh. Schafis, da. Zack, zack. Hier drin ist irgendwie gar keins. Also kein Viehzeug. Finde ich schade. Na, wobei, es sind Tiere, die wollen draußen sein. Ich frage mich, ob die Tiere sich auch Unterstand suchen, wenn es regnet. Das wäre eigentlich ganz cool. Ich meine, bringt zwar jetzt so rein von der Spielmechanik nichts, aber es wäre so ein nettes kleines Detail.
Ich meine, die Monster suchen sich ja auch einen Unterstand, wenn die Sonne rauskommt. Wenn es dann regnet, wäre es ganz cool, wenn die Tiere sich eine Überdachung suchen würden. Wie gesagt, macht nicht viel, ändert auch nichts am Spiel an sich, aber es ist halt ein nettes Detail und das macht ein Spiel, finde ich, nochmal wesentlich schöner. Ach stimmt, das war der Kompost. Ich dachte gerade, was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich höre schon wieder Gespenster. Aber ja, auf jeden Fall wird das Ding hier doch schön thronen. Ah, und wo ich gerade dran denke, wir könnten mal noch Sand brennen für Glas. Hatte ich denn hier noch irgendwas in der Richtung? Nee. Wow, 41. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen, ja, scheren. Aber ich müsste noch Sand haben. Oh ja, und wie wir noch Sand haben. Sehr schön. Habe ich hier noch irgendwie. Moment, ich habe hier vier Zäune, das reicht aber nicht ganz. Zack, 12 Stück. Das gibt dann 2 Portionen Scheiben. Habe ich noch irgendwas Schönes zum Verbrennen? Die Zauntore kann ich verbrennen. Mal da auch nochmal ein bisschen Platz. Euch kann ich mitnehmen. Kann ich die verbrennen? Oh, und wir haben noch jede Menge Slabs. Dann nehme ich mal noch einen Stack mit. Beziehungsweise ich nehme mal alles mit und packe das dann noch in meinen Rucksack. Ich könnte eigentlich mal noch die mitnehmen. Dann können wir uns schon mal eine erste Weglaterne noch auf den Weg zimmern. Dann haben wir hier auch noch mal ein bisschen mehr Platz. Das ist doch ganz schön. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die überhaupt verbrennen kann. Wir probieren es einfach. So. Hier auf dem Weg hätten wir alles. Dann können wir. Moment, ich brauche noch Glowstone. Glowstone, Glowstone. Wo haben wir dich? Wahrscheinlich hier hinten in der zweiten Truhe. Ja. Einer reicht da. Ja, die brennen. Das ist schön, dann kriegen wir den ganzen Müll auch so langsam mal noch los. Denn ich glaube nicht, dass wir das noch irgendwann brauchen werden. Die habe ich. Dich brauche ich noch und dich. Können wir uns hier schon mal noch eine Laterne hinmachen? Ah, und da hinten die Ecke. Die muss auch noch gemacht werden. Ich würde sagen, hier. Flupp, flupp. Und zack. Dann sieht man schon mal, dass es da hinten weitergehen soll. Ach ja. Ich mag es einfach hier bei Nacht durchzulaufen. Es ist so schön. Ach, wären dann nämlich diese blöden Lichtfehler. Ich muss mal schauen. Es gab ja eine neue Version von Life in the Woods. Die habe ich jetzt hier noch nicht drauf. Einfach, weil ich für morgen noch eine Folge brauche und ich will es gerade nicht riskieren, dass da irgendwas kaputt geht. Ich mache zwar Backups, keine Angst. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe gerade keine Lust, mich damit rumzuschlagen. Deswegen spiele ich gerade auf der alten Version und wenn wir Glück haben, ist das in der neuen Version behoben. Das wäre sehr schön. Was leuchtet denn da hinten? Nehmen wir ernsthaft, was leuchtet da? Merkwürdig aus. Ist das nur ein Lava-Wasserfall?
Brennt's da? Ah, da scheint's zu brennen. Das sieht irgendwie leicht kaputt aus. Ja, das ist ein Lavasee. Und irgendwie ist die Beleuchtung kaputt. Naja, was soll's. Aber hier in dem Biom ist das so schön golden. Es sieht auch schön aus. Wenn es auch halt so ein bisschen braun ist, weil es irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, herbstlich ist wahrscheinlich das falsche Wort. Es ist halt nicht so saftig. Aber ich muss sagen, es hat auch was. Gerade hier bei Nacht leuchtet so schön golden. So, jetzt aber wieder ab zurück. Genug Nachtwanderung gemacht. Müsste das Glas soweit auch passen. Dann können wir die Scheiben einsetzen. Und in der nächsten Folge schaue ich mir zwischendurch nochmal den Kopf an, wie der so gebaut wird. Zumindest ungefähr. Der Rest lässt sich ja irgendwie dann... Ja, den kann ich dann mit meinem sehr guten Geschmack beziehungsweise mit meinem Sinn für das Bauen in Minecraft wieder herleiten. Nee, man braucht da meistens halt einfach nur so einen kleinen Ansatz. Und dann ist das eigentlich recht logisch, wie man den Rest bauen muss, weil es sonst aber scheiße aussieht. Und darum geht's ja, soll schön aussehen. Nur halt jetzt wild drauf losbauen mit einem falschen Ansatz, wo dann das Endergebnis blöd aussieht, dann ist es halt ein bisschen nervig, weil man dann wieder komplett neu anfangen muss. Deswegen schaue ich jetzt lieber zwischen den Folgen nochmal kurz nach und dann ist alles tutti. Dort schöne Glas. Bing. Huch. Vielen Dank. So, mit 32 kriegen wir den Kram aber fertig. Ja, und noch fertig beleuchten von innen müsste ich auch noch. Und mal schauen, ob da noch wirklich der Monster-Spawn verhindert ist. Bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ich habe keine Lust, dass dann irgendwann in meiner Windmühle ein Creeper oder ein Skelett auf mich wartet. Das mag ich nicht so. Zumindest in den Gebäuden sollte Ruhe herrschen. So. Ich habe mal das Gitter angemacht. Sieht man es denn? Irgendwie nicht so. Gitter? Ach doch. Ist an. Gut, dann sollte hier unten dann alles soweit passen. Hier oben anscheinend auch. Na, hier ist wieder ein X drauf. Allerdings kommen hier auf der Höhe der Fenster wieder Fackeln hin. So. Und dasselbe hier. Flupp, flupp. Und zack, zack, zack. Jo, hier oben dann nicht mehr, aber da kommt dann eh die neue Ebene hin. Da kommen dann auch noch mehr Fackeln hin und dann passt das. So, die Fenster noch. Zack. Und zack. Und zack. Wunderbar. Gut, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und ach ja, unser Dorf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.